Hallo und willkommen zu Might and Magic 10 Legacy, einer neuen Serie auf meinem Kanal der Baal. Das ist ein Rollenspiel und hier habe ich meine Charaktere schon erstellt. Ihr merkt vielleicht, dass großer Fokus auf Magiern ist. Also Magier Richtung Heilung, Magier Richtung Schaden, Feuermagier, der so Sekundär-Tank ist und Primär-Tank. Das ist Baal, ja. Und die habe ich alle schon erstellt, das wollte ich euch ersparen, die ganze Zeit zu warten. Und dann gehen wir auch schon mal auf in den Kampf. What is the meaning of a dream? Only Asha knows. Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void? Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away, demanding, pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the Children of the Light against the Children of Darkness. Uriel, the great Archangel, had vowed to avenge his family, slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the Master of Assassins. For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man, easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the Children of Darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw. He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes. But there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Agin Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal, on the Savage Sea, was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and imperial garrisons, brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts. This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time. On a quest to fulfill the dying wish of their mentor. Das sind wir. They were called Raiders, but would soon be known as Legends. Might and Magic 10 Legacy. Gut, ich hatte vorher schon mal ganz kurz getestet, Charaktererstellung und wie das dann im Spiel ist, weil vor allem muss ich auch Aufnahme testen und dergleichen. Deswegen musste ich mal kurz testen und das sah schon ganz gut aus. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt spielen lässt. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Not let the name Raiders fool you. They were not mere brigands or adventurers, only interested in glory and gold. They believed in a higher calling. An ideal of honor and courage, these values were the legacy of their mentor, Owen, a raider himself,
and a veteran of the Battle of Hammer Fall. Ich werde es so machen, dass ich meistens wichtige Sachen vortragen lasse oder selbst vorlesen werde. Bei weniger wichtigen Sachen, aber leider kann ich das noch nicht am Anfang jetzt einschätzen, würde ich dann das überspringen. Wer dann lesen will, wenn es ausführlichere Geschichte ist, die einfach nur irgendeine Geschichte erzählt, der kann ja dann immer Pause drücken. Ich will nur das Let's Play jetzt nicht zu lange vor, hinzögern. So. In a way, it was also their mentor who had led them to the Agin Peninsula. He had been a son of Carthal, and before his tragic death, he had asked his students to bring back his ashes to the city of his birth, to be buried next to his ancestors. Ja, also es ist zwar Englisch, aber ihr habt ja den deutschen Text, falls ihr das mitlesen wollt. To honor their master's wish, they boarded the first ship willing to take them to the west. As they disembarked in the small, peaceful harbor of Sorpickle by the sea, they could not suspect how far this journey was going to take them. Kann man das eigentlich abbrechen? Nein, man kann hier nicht draufklicken. Gut, wir sollen als primäres Ziel erstmal die Asche von Owen zur Kapelle bringen. Also die Steuerung habe ich mir auch kurz angeguckt, also damit kann ich drehen und WASD kann ich ganz normal laufen. Hier ist jemand zum Quatschen. Hallo Ritter Christian. Klatsch und wir können reisen. Ne, wollen wir jetzt alles nicht machen, also... Ach, falsche Taste. Also, okay. Wir haben die Charaktere, wie gesagt. Ich weiß es nicht, ob hier irgendeine Positionierung wichtig ist im Sinne von, wer ist näher beim Gegner. Ich will ja, dass Haupttank ist und falls zwei nebeneinander stehen und da in der hinteren Reihe zwei stehen, würde sie daneben dem Tank stehen und mein Quadro-Elf. Also normaler Elf ist ja, ja schmal und groß gewachsen und Quadro-Elf ist halt so groß, wie er breit ist, ne? Quadrölf. Also kommt nach Drölf, ne? Und nach Zwölf und nach Elf. Elf. Gut, das ist Inventar, okay. Kann man jetzt so von allen angucken. Okay, das ist ein gemeinschaftliches Inventar und hier ist scheinbar von Einzelnen. Was ist das hier? Elrad Segen, irgendwelche Segen. Achso, das sind jetzt hier Sachen, die man freischaltet oder was? Erzmagier, Paladin, Runenfürst, Druiden, Ältester. Okay, also ist das wohl, wenn die die maximale Level oder sowas haben. Das sind Skills, okay. Ich gucke mir jetzt gerade alles nur kurz an. Das hier ist das Zauberbuch. Enthält alle Fertigkeiten, Aktionen des gewählten Gruppenmitglieds. Könnt Porträt klicken, um Zauberbuch eines anderen Charakters zu wählen. Ihr könnt auch Aktionsleiste gewählten Charakters. Okay. Also kann man hier unten anwählen oder man guckt hier und klickt es dann an. Das sind die Zauber, die jeweils haben, je nachdem, wie ich sie erstellt habe. Kampfzauber. Lichtzauber, himmlische Rüstung, was macht die? Schützegruppe vor nächsten 53 Schaden. Okay, das ist also... Eigentlich wollte ich ja sowas in Richtung Heilung noch haben bei beiden, aber bisher ist noch keine Heilzauber dabei, wie es aussieht. Aber werden wir vielleicht noch freischalten, weiß ich nicht. Und das sind das Tagebuch, okay. Wir gehen mal voran. Also. Ah, new faces. Very good. Ja, I suppose you arrived with the morning tide, with that boat from the east. Welcome to Sorpegirl by the Sea. You're raiders, are you not? Adventurers? Ja, ich mag lieber den Namen Adventurers, aber na gut. Und ihr seid? Wie unhöflich von mir. Ich heiße Dunstan. Ich war auch mal... Dunstan, was ist das für ein Name? Ich war auch mal Schatzjäger, aber ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Ja, ja, das sagen sie alle. Hast nur Angst gekriegt vor irgendwelchen großen Monstern, gibst du. Das werdet ihr nach sehr häufig hören. Sorpegirl ist... Einer dieser absolut langweiligen und sonnigen Orte. Langweilig? Warum bin ich dann hier? Na egal. Wo Helden ihre alten Tage verbringen, wenn sie der endlosen Kriege und Abenteuer überdrüssig geworden sind. Wir müssen nach Kartal. Oh, I guess the news of the current situation hasn't reached the rest of the world yet. Situation? Nobody is going in or out of Carthal, my friends. I know from a well-informed source that rebels have taken over the city. They have sealed its gates and closed the harbor, while they establish a new government. Okay. Das heißt, wir kommen da nicht rein, wo auch immer wir hinwollen. Kartal. Und da müssen wir uns irgendwas wahrscheinlich suchen, irgendeinen Weg. Was ist das jetzt? Neuer Auftrag? Okay. Not too far from here. Too bad we don't have time for a trip there. Achso, einer meiner Charaktere quatscht gerade. Ihr wollt euch wohl etwas Gold verdienen und einen Namen machen, wie? Dann solltet ihr zur Stadtgarnison gehen und nach Hauptmann Maximus fragen. Ich habe gehört, dass er noch anwirbt, aber ich vergesse ständig, dass ihr hier noch neu seid. Soll ich euch ein wenig herumführen? Hm.
Nee, das dauert wahrscheinlich zu lange. Wie ihr wünscht, die Stadt ist ohnehin nicht so groß. Ich glaube nicht, dass ihr euch verlaufen könntet. Jedenfalls bin ich sicher, dass wir uns schon bald wiedersehen. Ich spüre, dass ihr die Dinge hier in der Gegend interessanter machen werdet, okay? Wie du meinst. So, wir sollen zur Stadtgarnison gehen. Was ist das? Ist das ein Händler? Gucken? Nee, kann ich nicht anquatschen. Komme ich irgendwie hinter? Nein. Gut, dann... Was ist das hier? Hier ist der Haupteingang. Wir gehen erstmal außen rum. Oh! Ich gebe ja zu, ich habe das Fass schon gesehen. Das Fass öffnen, okay. Das Fass mit einer pulsierenden gelben Flüssigkeit. Wer möchte trinken? Zur Auswahl eines Gruppenmitglieds bitte auf Porträt klicken. Baal hat einen Widerstand gegen Lichtmagie hinzugewonnen. Okay. Na dann war es ja das Richtige. Hätte ich mich jetzt geärgert, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Stärke oder sowas wäre oder Zauberkraft, dann... Hallo, Stadtgard ist. Gebt euch zu erkennen, Schatzjäger, was? Wir untersuchen gegenwärtig das Verschwinden mehrerer Einwohner. Niemand verlässt die Stadt, bis wir herausgefunden haben, was mit ihnen passiert ist. Falls ihr eine Beschwerde habt, tragt sie dem Kommandanten Maximus in der Garnison vor. Okay. Lass mich gehen. So, gab's hier noch was? Ist das eine Kiste? Nee. Ach, man hat ja rechts unten eine Karte, da kann man ja sehen, wo man lang gehen kann. Ich kann also noch hier ran, aber hier komme ich nicht rein, oder wie? Nee. Gut, da ist ein Schwein oder zwei. Kann ich mit den Schweinen reden? Nee. Kann ich mit dem Typen reden? Nö. Der ignoriert mich. Jetzt müssen wir also noch nach Fässern suchen. Das ist bestimmt die Garnison, wenn hier so ein Typ davor sitzt. Was ist hier hinten? Warte mal, kann ich mit dir quatschen? Nee. Wahrscheinlich dann von der anderen Seite. Ich will erstmal hier hinter. Was ist das Buch? Was ist das? Nüscht. Da ist ein Buch. Buch nehmen. Geschichte von Kartal. Okay, das sind also solche Bücher, die so Geschichten erzählen und so. Kommt man hier rein? Nein. Ich sollte erstmal zur Garnison gehen, oder? Bevor ich hier weitergehe. Aber es scheint ja hier eine Sackgasse... Nee, es geht... Ach, die Karte deckt erst auf, so wie man läuft. Hier ist ein Schmied. Schön, das müssen wir uns merken. Warte mal, wenn man so hingeht... Gutes Zwergenrüstzeug betreten. Nee, machen wir noch nicht. Jedes Mal, wenn ihr ein neues Feld zieht, rückt die Zeit im Spiel weiter vor. In der Außenwelt verstreicht bei jedem Schritt mehr Zeit als in Städten und Verliesen. In der Außenwelt könnt ihr bei Tag auf andere Feinde stoßen als bei Nacht. Okay. Gut zu wissen. Was ist hier? Kommt man auch nicht rein. Schade. Oh, eine Kiste. Wir haben Gold gefunden. Yeah. Geht ja gut los. Komme ich hier rein? Nein. Nochmal kurz, dass ich da schon mal gewesen bin. Gut, dann gehen wir erstmal in die Garnison, dort, wo wir auch hingehen sollten. Warte mal, hier kommt man hier lang. Schade. Kann ich mit dir quatschen? Nee. Hallo Stadtgarnison. Ja, was wollt ihr? Wir suchen Arbeit. Man hat uns erzählt, ihr hättet Verwendung für einen Schatzjäger. Ich habe Gegengift bekommen, okay. Also zumindest steht hier was. Oder kann ich das hier kaufen? Hey? Na egal. Ihr haltet euch also für Schatzjäger, was? Ha! Dass ich nicht lache. Habt ihr je um euer Leben gekämpft? Habt ihr je einen Feind ins Auge geblickt, während ihr ihm die Klinge ins Herz stoßt? Dachte ich mir. Geht nach Hause und hört auf, meine Zeit zu verschwenden. Wie können wir uns beweisen? Maximus hat sich der Gruppe angeschlossen? Ach Gott. Der will wohl mitkommen. Lächelt. Ihr seid beharrlich. Das muss ich euch lassen. Gut. Das ist eine der Qualitäten, die ihr braucht, um Schatzjäger zu überleben. Um als Schatzjäger zu überleben. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich stelle euch eine einfache Aufgabe und wir sehen dann, wie ihr zurechtkommt. Wenn ihr sie erfüllt, können wir über ernsthafte Dinge reden. Was sagt ihr? Keine Sorge, ich werde nicht von euch verlangen, in irgendeinen Keller Ratten zu töten. Spinnen im Brunnen sind es nicht viel besser als Ratten im Keller, oder? Die ist irgendwie sehr genervt. Wer auch immer es von euch vieren ist. Ja, ich habe da einige ein bisschen zynisch gemacht. In der letzten Zeit sind ein paar Dorfbewohner verschwunden und meine beste Spur ist ein Trunkenbold, der behauptet, in der Nacht wären Spinnen aus dem Brunnen gekrabbelt. Ich habe ihm zuerst nicht geglaubt, bis ich die achtbeinigen Krabbelfiecher mit eigenen Augen gesehen habe. Widerliche Biester. Das heißt, wir gehen erstmal zum Typen oder was, der das erklärt hat. Also werden wir, ihr und ich, in den Brunnen... Ach nee, wir gehen direkt im Brunnen, okay. In den Brunnen steigen und ihr Nest vernichten. Ihr habt doch keine Angst vor ein paar Spinnen, oder? Ach, wenn ich Spinnen sage, meine ich richtig große. Okay. Einige Nichtspielercharaktere können angeworben werden, damit sie ihre Gruppe begleiten und ihre individuellen Dienste erweisen. Andere mögen sich eurer Gruppe für die Dauer eines bestimmten Auftrages anschließen wollen. Ihr könnt immer nur höchstens zwei Begleiter haben, aber ihr könnt einen Mietling entlassen, damit sie einen Auftrags-Nichtspielercharakter der Gruppe anschließen kann. Okay. So,
Das Auftragsprotokoll in eurem Tagebuch verzeichnet alle Aufträge, die ihr begonnen habt. Wenn ihr vergesst, was zu tun habt, findet ihr dort die unmittelbaren Ziele, die ihr erreichen müsst, um weiterzukommen. Außerdem gibt es ein Bestiarium im Tagebuch, um Informationen über die Feinde, denen ihr bereits begegnet seid. Okay. Ich würde jetzt gerne irgendwann mal hier was tun. Da hinten ist ein Tempel oder sowas, ne? Gehen wir mal dahin. Was bist du? Moment, kann ich mit dir reden? Ne. Hier ist einer, mit dem man reden kann. Mit Aiolus. Aiolus, ja. Yolo. Ich kann ihn als Kundschafter anwerben. Interessant. Ein Krieger ist nur so stark wie die Schwächsten seines, wie die Schwächen seines Feindes. Für den geringen Beitrag von 100 sowie 2% des Goldes, das wir finden, kann ich euch in diesem Wissen versorgen, damit ihr euren Feinden immer einen Schritt voraus seid. Ne, habe ich nicht so viel. Hände des Heiligen Imperiums, blablabla, das könnt ihr selber lesen, wenn ihr wollt. Wenn was wichtig ist, schreibt das mir in die Kommentare. Mach ich es mir einfach. Was ist das? Goblin-Wachturm. Hallo zusammen, willkommen im Gasthof zum Goblin-Wachturm, hä? Ach, hier kann man Leute anheuern, oder was? Experte mit den Dolchen? Schneiden, zerkleinern, hacken, aufspießen, schälen, zerteilen. Ja, man könnte sagen, der ein oder andere über Messer weiß. Soll ich etwas beibringen? Nicht gut genug, kann diese Fähigkeit nicht lernen. Okay. Dienste. Wollt ihr etwas essen oder braucht ihr ein Zimmer für die Nacht? Proviant, das heißt zum Heilen, oder was? Du bist Yassads Bestiarium. Ihr seid also Jäger der verlorenen Schätze, kühne Herausforderer uralter Mysterien, unerschrockener Forscher des großen Unbekannten und der verborgenen Wahrheiten. Er lacht fröhlich. Ach, wie wunderbar, euch kennenzulernen. Ich brauche tatsächlich dringend die Dienste einer Gruppe wie euren. Wisst ihr, ich glaube, man könnte sagen, ich bin selbst ein Entdecker. Ich habe viele Monate mit der Erforschung dieses Landes verbracht und Informationen über seine erstaunlichen, farbenprächtigen Einwohner gesammelt. Aber ich muss diese Gegend in ein paar Monaten verlassen und fürchte, ich werde nicht genug Zeit haben, meine Katalogisierung der hier auf der Halbinsel lebenden Völker und Kreaturen zu vervollständigen. Also biete ich euch die Möglichkeit, für mich zu arbeiten. Habt ihr Interesse, Abenteuer aus dem Freunde? Klar, immer noch. Großartig, wie ich sehe, habt ihr bereits Bestiarium, um sämtliche Informationen aufzuzeichnen, die ihr in euren Reisen über die Kreaturen sammelt, denen ihr begegnet. Das ist perfekt. Ich möchte nur, dass ihr euer Wissen ab und zu mit mir teilt. Okay. Für jeweils, sagen wir, 10 Kreaturen, die ihr in das Bestiarium eintragt, biete ich euch eine Belohnung an. Je mehr Kreaturen ihr in das Buch eintragt, desto größer wird die Belohnung. Okay. Solltet ihr auch Wesen wie Banditen und Orks eintragen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Hm. Sagen wir, ihr könnt es tun. Mir ist es lieber, ich streiche die Liste später zusammen, als mit unvollständigen Informationen, meine ich, nach Hause zurückzukehren. Einen schönen guten Tag wünsche, Freunde. Ich heiße... Achso, jetzt sind wir fertig. So, und du? Was du wollen von Kengi? Kengi beschäftigt. Wir können einen Koch anwerben. Wollen Kengi anwerben? Wirklich? Kengi lieben Reisen, aber Kengi kein großer Krieger wie andere Goblins. Kengi nur kennen Fleisch und Fisch und Obst und Gemüse. Trotzdem wollen Kengi? Ich weiß nicht, was macht der? Kostet der was? Heda, ihr versucht doch nicht etwa meinen Koch zu entführen, oder? Doch. Ist das euer Ernst? Und du willst auch gehen, Kengi? Tja, dann bist du mein Gefangener. Aber hör zu, Schatzjäger. Du bist nicht mehr mein Gefangener. Dieser Kerl ist kein Sklave, okay? Ich bezahle ihm 3% der Einkünfte des Gasthofes, also erwarte ich, dass ihr ihm dasselbe bezahlt. Verstanden? 3% des Goldes, das er für ein Reisen findet. Und 100 Gold jetzt für mich, weil ich kurzfristig einen Koch einstellen muss. Hab nicht das Geld, okay. Oscar und Kengi? Achso, die quatschen jetzt über sich gegenseitig. Gut, also haben wir noch einen Quest. Ja, das ist unsere Questliste. Das ist ja interessant. Wir, das war der Typ, der hinter uns gerade steht. Was ist hier? Ist hier was? Ne, zum Einsammeln. Manchmal muss man ja gucken, ob hier irgendwelche Sachen zum Einsammeln sind, scheinbar. Okay. Warte mal. Wenn ich jetzt hier hingehe? Ne, das Fass kann ich nicht anquatschen. Minikarte zeigt direkt die Umgebung eurer Gruppe. Zu Beginn ist die Minikarte verdeckt. Wenn ihr ein neues Feld betretet, Kartenbutton. Button. Das ist ein Button. Aha. Wir sind hier. Okay, das ist wohl die Stadt. Hier hinten geht's weiter und hier ist noch Haufen zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss eigentlich. Wo muss ich fürs Quest hin? Wenn ich... Ja, das wird gerade verfolgt. Das heißt wohl der Stern. Elrad-Kapelle betreten. Wir machen mal. Wir gehen mal rein. Ich will erstmal ein bisschen umschauen mich.
Okay, was ist das? Möge Elrads Licht auf eure Wege scheinen und euch den Tag erhellen. Ich bin Schwester Lysandra. Was kann ich für... wie kann ich euch behilflich sein, meine ich? Experte für Lichtmagie. Alle können Lichtmagie lernen? Cool. Lichtmagie kommt von... Interessant. Was, wir haben 258 Gold? Wir hätten ja doch ihn anstellen können. Dienste kann wiederherstellen, kurieren, auferstehen. Wiederherstellen heißt wohl heilen? Nee, das heißt Effekte zurückmachen und kurieren ist heilen, oder? Auferstehen ist wiederbeleben, okay. Was sagst du? Miguel hat euch den Tag erhellen, was kann ich für euch tun? Auftrag die Straßenräuber. Die Behörden des Einhornherzogtums haben mich hergeschickt, um eine Reihe von Diebstählen zu untersuchen, die auf der Hauptverbindungsstraße zwischen Kater und der übrigen Imperium stattgefunden haben. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, wo die Schlupfwinkel der Banditen ist. Ich bin auf der Suche nach tapferen Männern, die mir dabei helfen, die besiegten Banditen ihrer gerechten Strafe zuzuführen und vor allem einen ganz bestimmten Gegenstand wieder zu beschaffen. Habt ihr Interesse? Klar. Elrad segne euch. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen zu ihnen, bevor der Gegenstand zu den freien Städten des Ostens schaffen oder noch Schlimmeres damit anstellen. Okay, also haben wir jetzt hier Rosalie und Maximus. Das heißt, sie erkennt Fallen, Geheimnisse und Feinde in der Nähe der Gruppe und er... Ersten zwei gegen die Gruppe gerichtete Angriffe parieren mit 50% Wahrscheinlichkeit. Okay. Interessant. So, wo müssen wir jetzt hin? Kann man das irgendwie so machen, dass das verfolgt wird? Keine Ahnung. Wir gehen mal hier hinter. Ich will mal kurz hier aufdecken, so. Gibt's hier irgendwas? Lesen. Dieser Tempel ist ein Geschenk von Herzog, bla 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 bla. Warte mal, bis hier, hier ist noch ein Buch. Cool. Seemanns- und Hafenlieder. So, hier ist eine Sackgasse. Und hier kommen wir jetzt nach links. Dann gehen wir mal gucken, was hier kommt. Da ist ein Fass. Okay, wieso was, wir stinken oder was? Na egal. Ist hier was? Nee, da komme ich nicht ran. Da ist ein Typi und da ist irgendein Viereck. Vielleicht kann man da ins Haus rein oder so. Was ist das Haus? Eileens Haus betreten. Wer ist denn schon wieder Eileen? Eileen. Ja, was wollt ihr? Auftrag verschollene Lämmer. Ich bin in dieses Gebiet gekommen auf der Suche nach drei entflohenen Verbrechern. Einer von ihnen hat sich Bande von Straßenräubern angeschlossen und an Überfällen auf Kofflöbel teilgenommen, die auf der Straße nach Carter unterwegs waren. Sein Geburtsname ist Lukas, aber er nennt sich selbst Luke. Ein anderer, Kirk, hat angeblich auf einem Piratenschiff angehört. Wahrscheinlich kann man ihn in der Jauchegrube finden, die man die Klippe nennt. Der dritte hat sich den Söldnern der Schwarzen Grade in Carter angeschlossen, die in Wirklichkeit eine Bande von Halsabschneidern sind, die man mieten kann. Er heißt Ripley. Ripley ist doch Frauenname, zumindest bei Alien, wenn ich recht entsinne mich. Solltet ihr ihn auf eurer Reise begegnen, könnt ihr ihnen dann eine Nachricht überbringen. Sagt ihnen, ich biete ihnen die letzte Gelegenheit, den Pfad der Schlechtigkeit zu verlassen und für ihre Sünden Buße zu tun. Buße zu tun. Mann, ich kann nicht mehr lesen. Wenn sie diese Gelegenheit nicht ergreift, tut, was ihr tun müsst, um ihren Verbrechen ein Ende zu bereiten. Okay. Wie man Paladin wird. Okay. Kreuzritter. Okay. Wer lesen will, kann pausieren gern das Video. Wir haben wieder einen neuen Auftrag. Ach, wie hoch? Ich will oben die sehen. Wir gehen mal kurz gucken, was der Typ hier zu sagen hat. Vielleicht ist es der wegen den Spinnen. Ja, Abenteuer-Typen seid alle so ernst. Ihr müsst ab und zu mal Spaß haben. Pass auf, ich erzähle euch einen Witz. Ihr wisst sicher, warum Erdelementare so gemein aussehen. Sie haben ein Herz aus Stein. Ach, klasse. Ihr wisst... Mein Bruder ist Imker. Eines Tages sagt er eine Biene und sagt, das ist die unbeholfenste Biene aller Zeiten. Kein Wunder, sage ich. Ist ja auch eine Hummel. Oh, schlechte Witze. Kriegt man dafür irgendwas, wenn man mit dem quatscht? Weil für schlechte Witze brauche ich den nicht anquatschen. Hier kommt man nicht weiter, okay. Hier gibt's Potions oder so? Brauchen wir? Ne, wir haben da noch Heiltränke, ne? Was ist das hier? Hier gibt's nix. Wir quatschen trotzdem mal hier drin mit den Leuten.
Ah, Abenteuer, ich liebe Abenteurer. Immer auf der Suche nach exotischen, beinahe authentischen Artefakten. Willkommen, ich bin Johara. Ausbildung Experte für magische Foki. Okay. Das heißt, die Sachen, die man bei der Charaktererstellung auch wählen konnte, aber nicht gewählt hat, kann man hier lernen dann. Handeln. Wir haben 258 Gold, okay. Was sind das hier? Lehrlingskristallkugel, Zauberstab. Aha. Das sind die gleichen, oder? Warte mal, wenn ich den... Du kannst den nicht benutzen. Okay, egal. Frostige Lehrlingskristallkugel, interessant. Kann man hier irgendwie sehen, was das andere dafür ist? So, der Vergleichsgegenstand? Ah, so sieht man's. Nur wenn sie die tragen können, auf gut Deutsch. Woran sieht man, ob die tragen können? Wenn ich fragen darf? Keine Ahnung. Was hast du noch? Haufenweise Equipment, Hellsicht? Expertenschriftrollen. Das heißt, das ist ein Zauber oder was? Flüsternde Schatten. Dauerhaft um 1. Boah. Steigert alle Attribute nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Das ist ja geil. Wenn ich Geld spare, kann ich mir das Ding ein paar Mal kaufen. Klarheitstrank. Kuriert Verwirrung nach dem Verzehr. Gegengift. Wir müssen gegen Spinnen kämpfen. Vielleicht sollten wir uns Gegengifte kaufen. Aber wir haben ja noch 4. Ja. Stärkungstrank. Kuriert Schwäche nach dem Verzehr. Okay. Wir können uns nichts wirklich leisten, außer das Ding. Warte mal. Ist das stärker als deine? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel. Also lassen wir es erstmal. Wir haben nicht das Geld. Vielleicht müsste ich mir gegen... Wieso gibt es hier oben 5 Gegengifte für 49 und unten 10 Gegengifte für 49? Oder ist das ein Gegengift, was 49 kostet? Ich glaube, es ist nur eins. Na, egal. Gut, dann... Hier hast du noch Klatsch zu quatschen. Gehen wir mal. Wir wollten den Brunnen. Geht das da zum Brunnen hoch? Bestimmt nicht. Brunnen wird doch nicht in der Höhenlage sein, oder? Kommen wir hier rein? Nee. Da ist wieder ein Fass. Ich gehe mal zum Fass hin. Wem gebe ich das diesem? Autsch. Guck mal, die da können vergiftet werden. Dies ist mehr von Zuständen. Du siehst gut aus. Edle, du siehst gut aus. Mehreren Zuständen, die sich für einen Charakter durchfallen, zeitlich Zauberfähigkeiten zu ziehen kann. Es gibt verschiedene Zaubertränke, um gewisse Zustände zu entfernen. Ansonsten kann man auch einen Heiler aufsuchen, um Gruppe zu kurieren. Das verhindert das Gruppenmitglied wird mit einem Gegengrifftrank geheilt. Okay, Giftspeier, Edle möge es vergiftet. Okay, also wir können jetzt kämpfen. Gruppenmitglieder, die im Bogen und Armbrust ausgerüstet sind, können Fernkampf. Nahkampf errichten Fernkampfwaffen nur verminderten Schaden an. Wenn ich jetzt das Inventar aufrufe, kann ich dir ein Gegengift geben? Wobei ich sollte erstmal das Vieh besiegen, bevor ich versuche zu entgiften, oder? Du könntest ja mal das Ding casten. 25 Mana kostet's. Wie viel hast du? 85. Cool. Okay, also damit muss er mich angreifen. Während des Kampfes kann in jeder Runde jeder Charakter eine Aktion ausführen. Aktive Charakter ist mit blauem Flamme über sein Porträt gekennzeichnet. Okay. Du bist fokussiert auf Baal. Du bist mein Quadro-Elf. 31 bis 44 Schaden. Gut. Du machst... Warte mal, was machst du? Du könntest Feuer machen. Könntest du ihr einen Gegengift dran geben oder musst du das in deiner Runde machen? Wir probieren mal, das Vieh zu töten. Wie viel AP hat es denn noch? Sieht man das? Ihr seid im Kampf, okay. Kann sich eine Runde lang nicht bewegen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und das hier... Angriffsversuche verringern sich um 1. Keine Ahnung. Das funktioniert. Das heißt, du bist verlangsamt und provoziert. Und du könntest das vielleicht jetzt töten, oder? Windstoß. Ja, mach einfach Feuer. Cool. Ich habe ein Gegengift gefunden. Du. Ups.
Ich wollte eigentlich das Inventar öffnen, aber E ist hier nicht das Inventar. Du hast 44 HP noch. Das heißt, du nimmst jetzt Gegengift. So, hier war das Gift. Aha, gut. Ich denke mal, für die erste Folge war das ein Minikampf, der erstmal gut geklappt hat, auch wenn ich vergiftet wurde. Aber interessant, wie das alles funktioniert. Die Folge werde ich damit beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.